Hey Leute, willkommen zu einem neuen Gameplay. Und zwar spielen wir heute Fable Dawn. Ich habe das Ganze ja schon mal in der Demo gespielt. Und heute spielen wir die richtige Version. Sie ist draußen. Ich kenne mich ja schon so ein bisschen aus, ja. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, wie das Ganze alles funktioniert. Klar, Mausrad, alles klar, das wissen wir. Okay, bam, bam, bam. Das Tutorial. Okay, wir kriegen Where were trotzdem we? noch Oh ein paar yes, Belohnungen. our kingdom began with little more than a humble Fünf labourer's hut. Schotterstraßen, alles klar, Now, ja. where Jetzt did lernen I wir go erstmal again? den ganzen Kram wieder. Ich würde Let's sagen, see here. nehmen wir das hier wieder als Zentrum. Ich glaube, die Karte ist ziemlich ähnlich wie die ich schon mal hatte. Oh, wir können hier sogar die Berge hochbauen. Ja, ich würde sagen, komm, nehmen wir das hier als Zentrum einfach. Machen wir erstmal uns hier einen Weg. Zack. Dann eine Arbeiterhütte. Sollen wir die direkt am... Oh, warte mal hier. Brauchen wir später diesen Steinmetz? Nee, ne? Na, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze auch direkt hier hin. Erstmal. Bauen wir uns nochmal einen Weg. Zack. Und einen Arbeiter zuweisen. Ach, das haben wir zufällig gemacht, ne? Ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, das ist auch am Anfang relativ egal. Gehöft. Gehöft. Alles klar. Das weiß ich auch noch, wie das funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich, also die Farm, werde ich höchstwahrscheinlich wieder hier oben hinsetzen, ja? Und dann kommt hier die erste Siedlungsfläche hin. Warte, das erste Ding bauen wir mal hier hin. Machen das auch mal ein bisschen größer. Das wird dann gebaut. Und die nächste Straße wird hier reinführen. Machen wir das Ganze schon mal. Zack. Danke. Zur Erweiterung im Garten. Warte, wird das jetzt schon gebaut? Ja, alles klar. Die zwei Erweiterungen, die werden dann auch wahrscheinlich direkt im Anschluss gebaut. Ich weiß nicht, ob ich direkt ein zweites Haus bauen soll. Im Moment Zufriedenheit, ja klar. Wir brauchen jetzt als nächstes dann wahrscheinlich die Farm, ne? Weil es ein Familienoberhaupt so, da müssen wir jetzt einmal kurz. Wir können es doch ganz auch beschleunigen. Sehr gut. Homestead. Yippee! This Und is where komm, your fablings zimmert live das and letzte auch eat. noch dran. A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Herr Familienoberhaupt. Automatisch schon. Alles klar. Okay. Die fragen mich nicht mal nach meiner Meinung, Leute. So, dann baue ich jetzt erstmal einen Brunnen, ja? Den bauen wir. Okay, das muss auch bis dahin reichen. Eigentlich wäre mir hier. Verschwindet der Wagen eigentlich nochmal nach der Zeit? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ansonsten bauen wir die Brunnen hier hin. Das ist relativ im Zentrum. Was haben wir denn noch? Holzfällerlager. Boah, ist einfach so ein bisschen ähnlich, wie ich es schon mal hatte. Aber drehen wir das rum? Ich glaube, wir drehen das so ein bisschen. Zack. Bauen. Zweimal Gehöft, alles klar. Warte, was haben wir denn jetzt schon alles? Noch nicht viel, Leute, noch nicht viel. Bisschen Dekokram. Bauernhof brauchen wir definitiv auch. Ich würde sagen, wir bauen uns aber erstmal noch hier einen Weg lang. Zack. Dann bauen wir hier den Bauernhof hier hin. Ach. Haben wir kein Gold? Doch. Warum
Pro-Farm ist nur eine Pflanze erlaubt. Achso, müssen wir direkt noch Pflanzen hier anbringen, ne? Ich würde sagen, wir machen die auch direkt mal größer, weil, soweit ich mich noch erinnern kann, ist der Winter ziemlich hart. Dann hauen wir hier noch so ein Häuschen hin. Das machen wir mal zack, so. Und dazwischen kommt dann ein netter. Hallo? Ein netter Weg. Hauen wir auch mal bis hier hin. Und dann kommen hier überall Häuser so an die Seiten und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wird ganz nett. So. Heißt die neuen Fablinge willkommen? Wann kommen die denn? Wo steht das nochmal? Ich bin ein bisschen gerade verwirrt. Irgendwo steht das doch, wann die nächsten kommen. Oder hier? Ne. So, also Häuser. Eins wird gerade noch gebaut. Zack, fertig. Die Farm wird gebaut. Holzfällerlager. Da müssen wir auch jemanden zuweisen. Fällt mir gerade so ein. Ups. Sonst passiert da überhaupt nichts. Ah, finally, here come our first newcomers. As long as you keep your Ah, jetzt steht das hier auch alles. More will want to join. Das ist sehr as long gut. As there is room, of course. Welcome, welcome. Und hier sind auch direkt Leute eingezogen. Familienoberhaupt, ja gut, kann sie ruhig sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwann einen speziellen Einfluss hat oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Arbeitslose. Dann gehst du mal dahin. Auf der Farm brauchen wir auch schon mal jemanden. Dann würde ich sagen, Pflanz 25 Gemüsepflanzen. Wir brauchen noch mehr. Dann würde ich sagen, hauen wir noch mal. Ja, wir hauen direkt noch mal eine Zweierreihe dann. Ist zwar ein bisschen teuer, aber wir werden das brauchen. Zack, zack. Drei Dekorationen. Das ist auch wie in der. Oh, so eine Toilette. Hier schön Ruhe und Frieden beim. Warte mal, wie ist es richtig? Ist das eine Bank? Kann man warten, bis der andere zu Ende das Geschäft erledigt hat? Ihr wisst schon, was ich meine. Hier oben. Wollen wir hier oben? Die Pupuhütte kommt nach oben. Ja, warte mal. Ich würde auch sagen, wir bereiten hier schon mal ein bisschen was vor. Ah, der Weg. Das hätten wir ein bisschen anders machen sollen, glaube ich, ne? Ich glaube, wir sollten das noch. Well, it looks like some newcomers will arrive soon. Abreißen. Können wir auch mehrere auswählen? How many days are left until the next arrival? Hover over the population icon at the top of your screen. So. Leere Häuser bewegt die Mauszeiger über Bevölkerung am Rand. Neuankömmling in 7 Tagen. Da steht es aber nicht wie viele, ne? Auf jeden Fall sollte das Haus bis dahin definitiv fertig sein. Weil dann würde ich das Ganze nämlich doch den Weg noch mal ein bisschen umändern. Zack. Dann noch ein paar süße Häuser. Hallo? Ach, ich habe das auch falsch schon gebaut. Einen Moment mal. So war das schon richtig. Machen wir hier wieder so ein großes Ding. Zack. Das sollte dann noch passen. Und dann 2 Dekorationen brauchen wir noch. Deko habe ich jetzt eigentlich nicht direkt Lust, ne? Wo können wir die Blumen denn hinsetzen? Ah. Was machen wir denn Schönes? Und vor allem wohin, damit das auch gut aussieht? Ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht so, ne? Vom Stil.
Ziel her? Nee, ich würde sagen. Obwohl, warte mal, der Brunnen, bis wohin geht der bis hier hinten? Was haben wir denn eigentlich noch für Deko? Ein großes Schild. Würde ich sagen. Warte mal. Hier geht es in die Siedlung. Zack. Haben wir wenigstens schon mal das und das sieht doch ganz okay aus. Setzen wir das mal hier hin. Dann können wir nämlich auch das Gold beanspruchen. Und dann erhöhen wir ein bisschen die Geschwindigkeit, weil jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis wir mehr Leute kriegen, ne? Weil wir haben keinen Arbeitslosen momentan. Kleine Steinvorkommen. Da würde ich sagen, hauen wir hier auch noch mal so ein kleines Häuschen hin. Das sieht doch ganz nett aus. Und was, wenn wir jetzt das Ganze in die Richtung bauen würden? Ich würde sagen, zu nah am Hügel. Können wir auch bis hierhin machen erstmal. Zack. So, warte mal. Zu schnell, zu schnell. Besucher willkommen heißen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf der Farm brauchen wir auf jeden Fall, oder haben wir schon irgendwas Neues freigeschaltet? Wörtchen. Wann ist es denn Örtchen? Ab 10. Das heißt 8 Tage noch. Und Steuergelder müssen wir verdienen. Das heißt, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als die Leute erstmal arbeiten zu lassen. Hey, ach, nur einer ist gekommen. Nur Thomas Russo. Alles klar. Dann nehmen wir uns erstmal einen Holzfäller. Wie sieht es denn hier aus? Haushalt verwalten, Familienoberhaupt. Ich würde sagen, lassen wir hier ist noch ein Platz. Hier sind 3 Plätze, hier sind auch 3. Das heißt, von den Hütten her ist das schon perfekt, würde ich sagen. Die Frage ist, wann können wir in die anderen Gebiete so ein bisschen expandieren? Das hatte gerade noch so gereicht. Das hier Wasser mache ich trotzdem halt noch schon mal das nächste Haus. Sollen wir das hier so hinsetzen oder so nach oben? Wir setzen das mal nach oben. Machen wir auch so ein kleines Ding erstmal. Zack. Und da haben wir auch schon kein Holz mehr. Hey, kein Holz? Ah ne, kein Gold. Kein Gold. Kein Gold mehr. Wir sind pleite. Dann wird die Geschwindigkeit mal erhöht und wir schauen uns mal in Ruhe an, was die alles so Schönes machen. Die machen hier gar nichts gerade, ne? Muss nicht hier Hütte gebaut werden? Achso. Und die ersten Kürbisse wachsen. Wunderschön. In 4 Tagen noch. Dann kommen die ersten. Was eigentlich mit den Apfelbäumen? Kriegen wir ja auch irgendwelche Gegenstände oder so, ich glaube nicht, oder? Ach, schaut sie euch an, Leute. Oh, die Kürbisse, die wachsen ganz schön schnell. Nicht schlecht. So, noch 2 Tage. Adel und Bürger, Landsmänner, alles klar. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen das Gebiet an. Ruinen. In der Demo konnte man die Ruinen ja gar nicht erforschen. Was ist das hier für ein... Oh, warte mal. Neue Besucher. Alle willkommen. Alles klar. Sind es ein Örtchen? Nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlen. Was? Müssen selber irgendwas abdrücken. Okay. Taverne, Steinlager, Kohlemeiler. Speicher ganz wichtig und Förster. Also, ich würde sagen,
Wir brauchen auf jeden Fall jemanden für den Getreidespeicher. Und den setzen wir. Warte mal, bis wohin geht der Brunnen? Alles klar, das reicht aus. Wir setzen den Getreidespeicher direkt hier dran, würde ich sagen. Dann bauen wir uns noch einen kleinen Weg. Vielleicht, ob das nötig ist, aber wir machen es einfach mal. Und Steinlager. Kohlemeiler. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall auch Stein als nächstes. Ich weiß, dass man da in der Nähe auf jeden Fall... Ah, da haben wir schon das erste Problem. Oh, das passt perfekt. Das passt da perfekt hin. Lassen wir das Ganze noch drehen vielleicht. Vielleicht so. Oder lassen wir das sogar direkt so. Ich hoffe, wir lassen das direkt so. Dann muss ich nur mal schauen, dass ich mir auch dann ordentlich einen Weg hinbaue. Ups. So. Das passt doch erstmal. Jetzt müssen wir die erstmal bauen lassen und in 8 Tagen kommen schon die nächsten. Ein Arbeitslosen. Hä, habe ich nicht 2 Leute bekommen? Hä? Was ist hiermit? Wird das nach der Zeit auch verbraucht, damit ich hier ein bisschen Platz habe? Das wäre ganz nett. Ja, eine Taverne wäre eigentlich auch ganz gut, ne? Ich denke, die Taverne werden wir dann hier so mitten in der Siedlung bauen. Dann kommen hier noch Häuser hin, damit die alle in diesem Bereich sind. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Tatsächlich, wir haben nur eine. Hä, wir haben doch 2 Leute bekommen. So, einer muss auf jeden Fall hier arbeiten. Dann nehmen wir hier gleich jemanden raus und setzen den in Steinlager rein. Und einen Förster. Wir brauchen auf jeden Fall einen Förster. Lassen wir ihn mal ein bisschen schneller machen. Aber Steine sind auch auf jeden Fall sehr wichtig. Zack. Dann raus mit dir und du kannst dann hier arbeiten. Sehr gut, das passt auch schon mal. Dann beschleunigen wir nochmal, weil jetzt haben wir eh nicht wirklich was anderes zu tun gerade. Genau, der lagert jetzt ein bisschen den Kram ein. Sehr gut. So lobe ich mir das, Leute. Baut eine Lagerstätte, ja. Förster, das ist eigentlich das nächste, was ich machen sollte. Von Häusern her, hier sind 2 Plätze, 3. 3, also Häusermangel haben wir definitiv nicht. Wie viel kommen jetzt als nächstes eigentlich? Steht da nicht, ne? Naja. Wird schon passen. Das heißt, es ist einfach abwarten. Einen Tag noch und dann können wir den nächsten Leuten einen Job geben. Was brauche ich aber noch für die Taverne? 10 Steine, okay. So, 2 Leute. Ich nehme jetzt 2 Leute an, ja? Hä, warum? Okay, ich wollte schon sagen, warum hat sich das nur um 1 gestiegen, aber es hat funktioniert. Und jetzt sollten wir schleunigst einen Förster bauen. Aber wohin? Ach, den müssen wir hier direkt dran setzen, ne? Ich glaube, dann haben wir aber ein bisschen Problem wegen... Man baut da ja Lagerfläche dran. Dann habe ich den ja nicht so gut hingesetzt, ne? Kann ich die auch eigentlich umstellen? Ich glaube, nee. Das habe ich jetzt nicht gut durchdacht, ne? Wir setzen den mal hier hin. Dann machen wir halt hier nochmal sowas. Ich hoffe, das sieht blöd aus.
Ach, passt schon irgendwie. Ich glaube, es wird schon irgendwie okay aussehen. So, dann machen wir schnell hinne. Komm, ein bisschen schneller. Ja, die müssen jetzt immer. This can't be right. It seems you got a letter from a secret admirer. Von einem Odd. Verehrer. Well, I suppose there's no accounting for taste. They're just joshing. You can open it by clicking the. Warum seltsam? Sie sieht doch ganz nett aus. Meine Sonne, mein Frühling, was für ein wunderschönes Land dies ist. Sanfte Hügel und weite fruchtbare Felder. Du bist geil auf mein Land, oder? Kann das sein? Bis jetzt habe ich nichts Nettes über mich gehört. Treffen eigentlich, das haben wir noch ein bisschen zu früh. Ich habe gerade mal hier ein paar Häuser und die ist schon geil auf mein Land, Leute. Die ist schon geil auf meinem Besitz. Das gefällt mir gerade gar nicht. Mittelpunkt wählen, warte mal. Müsste ich jetzt nicht eigentlich. Oh ne, okay. Lager, warte mal. Lagerstätte. Hier haben wir nur zack, zack, zack. Oder war das hier? Erweiterung? Nee. War das nicht hier bei der Erweiterung? Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Lagerstätte? Warte, Steuergelder baut eine Lagerstätte. Ach, ja, okay. Ich verstehe. Sagen die Lagerstätte, die baue ich direkt hier beim Holz und beim Stein. Und wir setzen die mal so. Warte, reicht das Wasser überhaupt bis hier? Ah. Hä? Wir haben doch 25 Gold. Hallo? Hallo? Ja, was fehlt mir denn? Nein, Moment mal. Das reicht aber bis hierhin. Ja, aber das Wasser hat doch nicht bis hierhin gereicht, oder? Brauchte das hier nicht auch Wasser? Aber scheint zu funktionieren. Was fehlt denn? Ich verstehe es nicht gerade. Ach so, ich muss sie direkt bauen, alles klar. Das hat gefehlt. Und jetzt habe ich keine Münzen mehr. Hä, doch? Ach, 55. Nee, okay. Jetzt hat sich das Ganze verändert. Jetzt brauche ich mehr Nähte, Leute. Warte mal, wir haben ja im Moment noch Arbeitslose. Dann hier muss eh nur einer rein. Dann sollte auf jeden Fall noch ein Farmer rein. Wir können so lange auf der Farm arbeiten. Hier wird nicht gefaulenzt, Leute. Holz, obwohl, warte mal, wir nehmen einen Farmer raus. Und dann noch einen hier im Steindingem hier. Sorgt dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden. Ach so. Ich hätte, glaube ich, das Holzfällerlager ein bisschen weiter direkt am Rand bauen sollen, ne? Aber jetzt nochmal abreißen. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. So, wir spulen ein bisschen nach vorne, damit wir jetzt ein bisschen Geld bekommen. Ich brauche Geld. Das hat reicht schon 50? Nee, nochmal 5. Ja, super. Und im einen Tag kommen die nächsten Bewohner, Leute. Das ist doch schon mal cool. So, dann könnt ihr nämlich direkt arbeiten. Hier wird gearbeitet, Leute. Habe ich nicht zwei bekommen? Hallo? Naja. Wird schon passen. Warte, der Faulenz hier, ne? Ist der Speicher voll? Nee, es gibt anscheinend nur gerade nicht genug. Oh ne, sag jetzt nicht, die laufen bis hier unten und bringen das erstmal hier hin. Oder? Ich glaube, die sammeln das hier vorne. Dann kannst du erstmal hier arbeiten gehen. Und die kann gleich gebaut werden. Bisschen vorspulen. Häuser haben wir ja genug. Ich habe
hätte erstmal ein Haus sparen sollen, ne? Dann hätten wir direkt die Lagerstätte bauen können. Hallo? Ach, 2 Tage noch. 2 Tage bis zur nächsten Zahlung. Okay, hier wachsen auch wieder ein paar neue Bäume. Das ist schon mal auch ganz gut. Und wir haben auch bald dieses Ziel hier erreicht mit den Steuern. Können wir eigentlich die Steuern höher setzen? Okay, jetzt machen wir einmal normale Geschwindigkeit, obwohl, nee. Es wird da eh gebaut. Beanspruche ich hier einmal. Kohlemeiler sollten wir auch bauen, aber wo genau kommt der hin? Ja, den setzen wir natürlich auch ein bisschen weiter weg, vielleicht hier am Rand. Oder sollen wir den direkt daneben bauen? Das Ding ist, wir haben da ein Problem wegen dem Wasser, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Brunnen. Dieses Gebiet ist besetzt. Ne, so können wir keinen Weg dahin bauen. Weil hier oben kommt Siedlungen, dann würde ich sagen, wird hier mal Luft, Leute. Dann habe ich aber nicht so eine gute Verbindung mit den Wegen, ne? Und hier weiß ich nicht, ob ich da später einen Hafen brauche oder so. Bauen wir es ganz einfach hier hin. Und zack. Machen wir das Ganze so. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Brunnen, ne? Ich glaube, sonst ist das ein bisschen zu weit weg. Bauen wir einfach am Brunnen einfach hier hin, oder? So, jetzt haben wir dieses Übersichtenmenü. Und dann sehen wir, was die alles machen. Ob jemand faulenzt, Arbeitsplätze. Das ist ganz gut, wenn wir nämlich irgendwann mehr Gebäude haben. Im Getreidespeicher arbeitet natürlich gerade keiner. Ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz einen Holzfäller raus. In der Lagerstätte muss nämlich auch einer sein, sehe ich gerade. Es muss auch gelagert werden. Und wann kriegen wir die neuen? Einen Tag. Dann springen wir ein bisschen nach vorne. Weil wir sollten unbedingt Kohle herstellen, ja? Weil die werden wir definitiv brauchen. Aber erweitern können wir das Ganze nicht mehr, oder? Nee. Leider nicht. Normale Geschwindigkeit bitte. Zack. Dann im Getreidespeicher ist gerade keiner. Wir sind. Warum schon wieder nur einer? Ich habe doch wieder 2 Leute bekommen. Dann arbeitest du erstmal hier, damit hier schneller gebaut wird. Obwohl. Warte mal, das ist jetzt fertig. Dann nehmen wir doch einen Arbeiter raus. Aber wir brauchen unbedingt Kohle. Kohle ist extrem wichtig für den Winter. So, Gemüse habe ich eingelagert. Wähle übers Übersicht im Menü ein Fabling aus. Okay. Auswahl. Ah, dann sehen wir auch, ob die fröhlich sind und sowas. Das ist auch schon mal süß. Und dann würde ich sagen, Territorien. Aha, jetzt können wir das Ganze auch vergrößern. Kosten 193 Bäume und 4 Fische. Das hier geht noch nicht, also nur die direkt hier angrenzend. Oh. Große Steinvorkommen, Schweineherde, Fische, Ruinen. Das auf jeden Fall, das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, Eisenvorkommen. Jetzt ist die Frage, Eisen oder Schweineherde und Ruinen und Fische. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal das rechte Gebiet, ne? Nein, wir haben eh kein Gold, aber wir können es eben schon mal anschauen. Was haben wir hier? Steinvorkommen, Schafsherde. Okay, ist auch wahrscheinlich gut wegen der Wolle, ne? Ich würde sagen, wir nehmen aber erstmal Eisen. Eisen klingt schon mal ganz gut. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Kauft ein neues Gebiet.
Das machen wir noch nicht. Wir werden auf jeden Fall uns eine Taverne noch bauen. Wo war die denn nochmal? So. So ist das alles schön mittendrin, ne? Was, wenn wir die hier bauen? Könnten wir hier auch noch Häuser hinsetzen eigentlich, ne? Ich würde sagen, hier ist die Taverne am besten aufgehoben. Wir machen das Ganze aber so seitlich. Zack. Machen das dann einmal so. Und dann kann hier ein bisschen Deko vielleicht hin. Zack. Das sieht doch ganz gut aus. Wasser reicht auch bis dahin. Eine Fläche nicht, ne? Reicht das dann? Oder funktioniert das dann nicht so gut? Ich weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall müssen wir nämlich gleich ein paar Häuser bauen. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir auch die Taverne dann da ready haben. Dann schauen wir mal. Getreidespeicher ist ja gerade keiner drin. Dann einer aus dem Bauernhof raus. Getreide rein. Arbeitslager, Holzfällerlager, Holz. Sieht eigentlich auch okay aus. Dann nehmen wir erstmal noch einen hier raus. Dann Arbeitshütte. Zack. Und einen Tag noch, dann kommen die nächsten Arbeiter, Leute. Die nächsten Bewohner. Aber soweit sieht's doch schon ganz ordentlich aus, oder? So, wir heißen die Besucher willkommen und wir haben schon wieder das freigeschaltet. Super, es wurde ein neuer Bevölkerungsmeilenstein erreicht. Nun können wir uns als Dörfchen bezeichnen. Und nun rechnet eure Familie mit Regeln. Was? Die wollen noch mehr Geld? Alles klar. Okay. Der Edelmut kann als Währung für besondere Aktionen und Gegenstände genutzt werden. Er beeinflusst auch einige Interaktionen mit anderen Herrschern. Ah, ha. Wir ein bisschen Gold bekommen. Botengilde. Damit können wir nämlich dann mit diesen anderen Herrschaften und so interagieren. Sägewerk ist auch sehr gut. Und Weizen. Alles klar. Ich würde aber sagen, Leute, das war's auch erstmal mit der ersten Folge. Ich finde, das Spiel auf jeden Fall ist sehr süß und interessant. Wir werden uns in der nächsten Folge ein Gebiet holen und Sägewerk und alles bauen. Und habt ihr nicht gesehen? Und vielleicht schon unseren ersten Flirt machen, Leute. Ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen, sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!